Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Was wäre, wenn Cell die Erde zerstört hätte? Hier ist nur die Frage, wann er sie hätte zerstören sollen. Als er sich selbst zerstören wollte, dass Son Goku ihn nicht wegteleportiert hätte oder als Superperfekt Cell, dass er aus dem Weltraum die Erde zerstört hätte. Son Gohan, Vegeta, Trunks und Piccolo müssen die Planetenexplosion eigentlich überleben. Freezer zerschnitten hat es ja auch geschafft. Klar, sein Körper ist sehr robust, aber von den vier nach ihrem Training noch mehr. Und dass Saiyajins im Weltraum überleben können, ist ja auch immer so ein Thema, aber ich persönlich glaube es, dass es können, wie ihr wisst. Doch Schaden hätten sie sehr sicher trotzdem durch die Planetenexplosion genommen, zumindest Vegeta, Trunks und Piccolo. Son Gohan war ja in seinen Super Saiyajin 2, daher müsste er eigentlich kaum Schaden davon getragen haben. Son Gohan wäre nach dieser Aktion von Cell sicher noch wütender als zuvor und Trunks hätte auch zu einem Super Saiyajin 2 werden können. Zusammen hätten Son Gohan und Trunks Cell sicher besiegen können, aber ist natürlich Meinungssache. Wenn Cell sich auf der Erde gesprengt hätte, würde es, denke ich mal, keiner außer Son Gohan überleben. Weil Son Goku wurde dadurch ja auch getötet, dabei war er viel stärker als Cell in seiner zweiten Form. Wie stark Son Gohan dadurch verletzt wäre, ist auch nicht so sicher und ob er überhaupt noch in der Lage gewesen wäre, Superperfekt Cell zu besiegen. Würde Cell gewinnen, würde er der Herrscher über das Universum werden. Hätte Son Gohan gewonnen, würden sie mit Meister Kaios Hilfe Kontakt zu den Namekianern aufnehmen, die ihre Dragon Balls dann benutzen würden. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!